Was derzeit an den Finanzmärkten läuft, könnte man als große Wette der Wall Street gegen die Anleihemärkte bezeichnen. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Heute Morgen war das Szenario so, die Anleihemärkte, die Renditen genauer gesagt an den Anleihemärkten, die sind gefallen. Das bringt dann in der Regel auch die Aktienmärkte unter Druck. Und so war es im europäischen Handel, europäische Aktienmärkte eben nach unten. Die US-Futures gleich mitgelaufen, aber kaum war die Wall Street eröffnet, der Kassamarkt, also um 15.30 Uhr deutscher Zeit, dann ging es plötzlich nach oben mit den Kursen, warum auch immer, denn die Anleiherenditen sind zwar ein bisschen wieder gestiegen, aber nicht wirklich nachhaltig, in der Summe sind sie heute noch deutlich negativ. Und jetzt ist die Frage, was erwarten eigentlich diese beiden Wettkontrahenten? Die Wall Street sagt sich, ja, die Fed wird die Zinsen senken, Zinssenkungszyklus, billiges Geld, alles wird gut, die Unternehmensergebnisse, die bleiben schon so einigermaßen okay, weil wir ja wahrscheinlich doch keine Rezession bekommen, halt, sondern nur eine gewisse Abkühlung. Die Anleihemärkte dagegen sagen sich, naja, was da in den USA auf uns zukommt, ist eben auch eine Rezession. Und wenn wir in Europa schon massive Negativrenditen haben mit ständig neuen Allzeittiefs bei der Rendite, dann werden die Amerikaner auch in diese Richtung sich entwickeln müssen, müssen also auch die US-Staatsanleihenrenditen Richtung Null fallen. Das ist aber trotzdem eine andere Ausgangsposition, als eben die Wall Street sie hat, denn die Wall Street sagt sich, die Unternehmensgewinne, die werden nicht so drastisch einbrechen, dass es für die Firmen ein Problem wird. Schauen wir uns mal ein paar Entwicklungen an den Märkten, die vielleicht berichtenswert sind, die interessant sind. Wir starten zunächst mal hier mit der 30-jährigen US-Staatsanleihe, die heute ein neues Allzeittief erreicht hat. Bei 1,909% gab es so noch nie, ist ein unerreichter Wert. Wenn wir uns mal den Vergleich anschauen zwischen den Anleiherenditen der USA hier oben und den Anleiherenditen Deutschlands, dann wird diese Differenz eben greifbar. Wir haben etwa bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe 1,464 aktuell. Allzeittief war hier 1,36 mal Intraday. Dann haben wir bei der 30-jährigen plus 1,933. Schauen wir uns die deutschen Renditen an. Dann haben wir bei der 10-jährigen Bundesanleihe minus 0,715. Das ist also immer noch satte 2%, gut 2% Unterschied im Vergleich zur 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und bei der 30-jährigen deutschen Anleihe sind wir bei minus 0,26%, auch über 2%. Und ja, Deutschland ist in einer Rezession, mindestens der Industriesektor. Wenn jetzt die USA auch in eine Rezession gerieten, dann muss man sich eben die Frage stellen, ob diese Renditedifferenz, nämlich diese 2% Unterschied, die wir hier sehen, wirklich gerechtfertigt ist oder ob es nicht sogar so ist, dass man dann in Deutschland einen vergleichsweise soliden Staatshaushalt hat, während in Amerika, in den USA, Trump sei Dank, die Verschuldung Skyrocket, wie man es dort sagt, also praktisch raketenhaft nach oben schießt, das ist die Grundüberlegung. Wir sehen Übertreibungen natürlich auf breitester Front, wenn wir uns hier mal zum Beispiel die 100-jährige österreichische Anleihe ansehen, die rentiert jetzt noch bei 0,6%. Wer also Österreich auf 100 Jahre einen Kredit gibt, der bekommt dabei satte 0,6% ausbezahlt. Da kann man sich eigentlich nur in den Kopf fassen. Was könnte die Motivation sein? Und da gibt es einen interessanten Ansatz, was die Motivation für Anleger ist, solche mini-rentierenden oder sogar negativ rentierenden Anleihen zu kaufen. Und das bringt hier etwa Carl Quintanilla auf den Punkt, der sich dabei auf Rosenberg bezieht. Und der hat einen interessanten Punkt insofern, als er sagt, naja, durchschnittlich in einer Rezession geht die Inflation um 3,3% zurück. Jetzt sind wir bei plus 1,2% in Deutschland. Wenn wir diese 3,3% jetzt mal abziehen, weil wir eine Rezession haben oder eben bekommen werden, dann sind wir eben bei minus 2,1. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der aktuellen Rendite, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe für deutsche Staatsanleihen, dann ist das noch immer praktisch eine reale Rendite von plus 1,5%. Mithin preisen also diejenigen, die solche Anleihen kaufen oder sich reinkaufen in diese Anleihen, auch aus Spekulationsgründen möglicherweise, die gehen davon aus, dass die Inflation deutlich fällt und dass dann die Negativrenditen, die wir hier sehen, noch gar nichts sind im Vergleich dazu, was dann faktisch an Inflation der Fall ist. Und dann habe ich eine positive Realrendite. So einfach ist die Geschichte. Was haben wir noch Interessantes heute gesehen? Wir haben etwa hier bei der Deutschen Bank einige Analysen, die jetzt kürzlich erschienen sind. Wir sehen, dass das Business Confidence der CEOs in den USA doch deutlich abgefallen ist. Wir haben hier
einen Parallellauf mit dem Einkaufsmanagerindex in den USA, aber die Stimmung ist noch deutlicher eingetrübt, als derzeit die wirtschaftliche Lage ist. Wir sehen auf der anderen Seite jetzt mal in Sachen Handelskrieg heute wieder, wo es relativ still ist, wo heute keine wirklich neuen Nachrichten sind, dass China möglicherweise jetzt sagt, naja, so what, dann machen wir halt keinen Deal mit den USA, denn die Exporte in die USA betragen nur 2%, Supply Chains, also die Zulieferketten 3%, aber andere Exporte sind 11% des BIPs, Lieferketten für andere Länder 14% des BIPs und 70% sind Domestic, also praktisch Binnenkonsum inzwischen. Das heißt, die Chinesen sind weniger abhängig von den USA, als vielleicht Donald Trump meint. Und das hat Hu Xixin, Chefredakteur der Global Times, neulich auch getwittert. Ja, wir werden immer weiter den Binnenkonsum ausbauen, umso weniger abhängig sind wir von den USA. Und dann brauchen wir schlichtweg keinen Deal. Schauen wir uns vielleicht noch an, was hier der Fall ist in Sachen Zinserwartung an den Märkten. Zurück also wieder zu dieser Negativrendite, zurück zu den Renditen in den USA. Da sehen wir, dass die Fed Fund Futures genauer gesagt, jetzt in den nächsten 2 Monaten eine Zinssenkung der Fed von 4,6 Schritten einpreist. Das wären dann also um und bei, würden wir dann rauskommen, wenn das so passieren würde, wenn die Fed also 4,5 Mal, das ist immer unrund, weil die Fed Fund Futures sozusagen hier Wahrscheinlichkeiten einpreisen, dann wären wir um und bei, naja, 1% noch bei den Zinsen in den USA. Aber schauen wir in die Charts, gucken wir, was da so der Fall ist. Da ist der Chart gerade entschwunden, da ist er wieder. Wir sind beim S&P bei 2883. Positiv die US-Indizes, der DAX war lange negativ heute. Werden wir gleich sehen. Wir sehen, dass wir hier nach wie vor in dieser intakten Seitwärtsbewegung sind. 2820 unten, 2940 oben. Das ist die Range. Wann kommt der Ausbruch? Das ist die große Frage. Wird wahrscheinlich auch mit der Handelskriegsthematik zusammenhängen. Erstens, da wäre ein entscheidender Trigger, werden die Chinesen wirklich im September kommen, die Verhandlungsdelegation der Chinesen nach Washington reisen? Ja oder nein? Gibt es da eine Zusage oder eine Absage? Kommt eine Absage, dann dürften die Märkte nach unten durchsacken. Kommt eine Zusage, könnten die Märkte nach oben ausbrechen. Und es kommt natürlich dann auf die EZB an, auf die Fed an, die EZB. Da gab es heute Analysen von Société Générale, werden endlos QE machen, werden die Zinsen senken. Vielleicht ist die Erwartung ein bisschen zu hoch hier, sowohl an die EZB als auch an die Fed. Schauen wir uns mal den DAX an, was der so veranstaltet. Der ist nicht so gut in Form heute wie der S&P 500, hat sich aber eben auch erholen können. Wir waren schon im Bereich 11.560, sind jetzt immerhin 11.693. Was macht der Euro? Der ist aktuell bei 1,1077. Wir haben Dollarstärke, fallende Renditen. Ist nochmal Dollar positiv. Wir haben Gold, das ein bisschen zurückkommt, nicht wesentlich, 1.537. Und wir haben das amerikanische Crude Oil, das jetzt ein bisschen Gewinne abgibt, nachdem die Lagerbestände 10 Millionen Barrel gefallen sind. Damit bestätigen die gestrigen API-Daten, die sogar um 11 Millionen Barrel gefallen sind. Also hier sehen wir praktisch die Freude darüber, dass die Lager sich leeren. Wie geht es jetzt weiter? Wie gesagt, Handelskrieg, die erste Thematik. Kommen die Chinesen? Ja, nein. Wird es sozusagen sich die Rezessionszeichen in den USA verdichten, was die Anleihemärkte einpreisen? Die Wall Street eher nicht. Und dann, was werden EZB und Fed tun? Das sind im Grunde die drei großen Themenkomplexe, auf die es jetzt ankommt. Die Charts natürlich wieder von Capital.com. Ich vergaß es fast zu erwähnen. Wünsche jetzt einen hoffentlich nicht allzu heißen Feierabend. Es ist wirklich eine Bullenhitze und das Ende August schon ungewöhnlich. Wie auch immer, alles Gute Ihnen. Servus und ciao.